Hallo und Servus, hier ist der Nico. Ich heiße euch willkommen auf dem Einleitungsvideo einer neuen Videoreihe von mir. Eine Videoreihe, in der ich einige Fragen von euch beantworten will. Fragen, die mich in den letzten Videos immer mal wieder erreicht haben oder in allen Videos, die ich bisher gemacht habe, gibt es immer Fragen. Manche gleichen sich und ich habe es immer nur einzeln beantwortet, wenn überhaupt, wenn ich dazu gekommen bin. Und jetzt habe ich mir gedacht, jetzt mache ich doch einfach mal so ein paar Fag-Videos, wo ich so ein bisschen, sagt man Fag, FAQ, Frequently Asked Questions, meine ich natürlich, wo ich so ein paar Fragen von euch beantworte, aus meiner Sicht. Und ja, da will ich drauf eingehen, beispielsweise auf Beleuchtung, auf die Sicherheit am Radl und so weiter und so fort. Also es gibt viele Themen, die euch interessieren, viele Themen, über die ich mir viele Gedanken gemacht habe, und an diesen Gedanken wollte ich euch jetzt teilhaben lassen. Und das war es eigentlich auch schon von der Einleitung her. Vielleicht noch ganz kurz, vielleicht sollte ich mich noch ganz kurz vorstellen für die, die mich nicht kennen und auf dieses Video jetzt gerade stoßen. Wieso sollte ich da eine Expertise haben? Wieso sollte ich euch was erklären können? Ihr seid ja wahrscheinlich auch viel am Radeln. Das stimmt. Ich habe 2016 allerdings begonnen, lange Strecken zu fahren. Lange Strecken bedeutet für mich so von München über die Berge rüber nach Meran, nach Kroatien, nach Süditalien und so weiter in die Toskana zum Gardasee. Und diese Strecken, und das ist mein Faible, mache ich ganz gerne am Stück oder so schnell wie möglich mit so wenig Pausen wie möglich. Ultracycling oder wie man das auch immer alles nennt. Auf diesen Strecken, die ich da gemacht habe, habe ich natürlich viel erlebt, gesehen und mir viele Gedanken gemacht. Ich hatte sehr viel Zeit, mir Sachen zu überlegen, und genau diese Gedanken wollte ich euch jetzt einfach mal, ja, so ein bisschen erzählen. Das ist jetzt so eines der ersten Videos auf meinem Kanal, wo ich nicht Fahrrad fahre. Ich habe mal ein, zwei Fahrräder vorgestellt mal meine Winterkleidung vorgestellt. Aber ansonsten mache ich eigentlich immer nur Videos, wie ich auf dem Radl sitze. Dieses Gestellte, dass ich mich jetzt hier in meinen Garten setze und da euch was erzähle, ist eigentlich nicht so ganz meins. Also ich habe auch kein perfektes Tonstudio hier. Also verzeiht es mir, wenn man mal Verkehrslärm oder wie gerade eben eine Sirene zu hören ist. Wem jetzt im Video schon aufgefallen ist, dass hier Orangen baumeln. Ja, ich bin in München gerade. Wir haben das Glück, dass wir zu unserer Wohnung einen Garten haben. Und ja, mit Südseite. Und deshalb wachsen hier ganz tolle Dinge. Das ist mein zweites ganz großes Hobby, die Gärtnerei. Aber da will ich gar nicht zu viele Worte verlieren, weil Romane könnte ich da füllen, ganze Bücher könnte ich da füllen. Vielleicht wann anders. Hier wird auf jeden Fall öfter mal so ein Video stattfinden. Gut. Grundsätzlich lebt das Ganze natürlich auch davon, dass es nicht nur monologisch von mir hier vorgetragen wird, was ich mir in meinem Kopf so denke, sondern dass ich halt eben Fragen von euch erhalte, und wenn ihr die unter diesem Video hier postet oder unter jedem anderen Video natürlich auch, dann fasse ich die zusammen und hoffe, dass ich in unregelmäßigen Abständen immer mal wieder so ein Video rausbringen kann. Gut, dann hätte ich gesagt, fangen wir doch gleich mal an mit dem ersten Video der Reihe, und das folgt im nächsten Video. Servus!